Nordrhein-Westfalen hat die Wahl. Die Zukunft von Bildung und Schule. Die Herausforderungen von innerer Sicherheit und Integration. Ein Land im Stau und mit Strukturproblemen. Wie tickt NRW? Und wir bleiben bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen, wie schon die gesamte Woche und wie heute auch schon in unseren Sendungen um 9 und um 12. Und kümmern uns mit unseren Reportern, wie schon die gesamte Woche, um die Themen, die entscheidend sein könnten bei der Wahl am Sonntag. Heute ist das Thema Schule und Bildung. Und unser Phoenix-Reporter Stefan Martens, der steht in der Nähe von Bonn in Neunkirchen, Seelscheid, an einem Gymnasium, das G8 und G9 vereint. Und genau darüber wird er jetzt auch sprechen. Genau, Florian Bauer. Das ist das Antonius-Kolleg in Neunkirchen-Seelscheid, das eben beides anbietet, G8 und G9. In diesen Tagen eine ziemlich große Diskussion, was nun der richtige Weg zum Abitur ist, nach 9 oder nach 8 Jahren. Und wir schauen mal auf eine Familie in Königswinter. Halb vier nachmittags, Nele, 5. Klasse, ist geschafft nach 8 Stunden Unterricht. Du bist müde. Ja. Die Elfjährige will erstmal ausruhen. Ein ganzer Schultag, der ist anstrengend und lässt weniger Zeit für Freunde. Also ich finde das ein bisschen doof, weil ich kann nicht so viel machen. Also ich habe ja auch Hobbys und dann habe ich nicht so viel Zeit dafür. Neles 13-jähriger Bruder Finn kommt noch später von der Schule. Bei ihm geht's direkt weiter mit Hausaufgaben. 8. Klasse, mitten in der Pubertät. Lernen fällt da nicht immer leicht. Familie Thiers ist G8 genervt. Eine 40-Stunden-Woche plus ist nicht kindgemäß. Das steht Erwachsenen an, aber nicht Kindern. Für die Kinder bedeutet es, dass sie eigentlich zunehmend eine Kindheit leben, von der sie sich später mal erholen werden müssen. Und das machen ja auch viele. Erst mal ein Jahr chillen. Für G8 wirbt keine Partei mehr. Eltern und Lehrer sind schließlich Wähler. Das macht vor allem der Schulministerin Druck. Dazu kommt noch, dass die Landeselternschaft der Gymnasien, die lange für G8 waren, jetzt auf einmal die Pferde gewechselt haben. Und an dem kann die Politik natürlich nicht vorbeigehen. Und deswegen sind alle Parteien gefordert, jetzt zu überlegen, wie gehen wir am klügsten mit dieser Situation um. Es wird sich wohl wieder etwas ändern, ahnen Sie an diesem Gymnasium in Mönchengladbach. Hier kommen Sie inzwischen mit G8 ganz gut klar. Nach der sehr chaotischen Einführung vor gut 10 Jahren haben Sie jetzt Stundenpläne und Stoff im Griff. Es gibt durchaus Kollegen, die sagen, ich fände es gut, wenn wir mehr Zeit haben. Es gibt auch Kollegen, die sagen, es ist gut so. Aber was uns eint, alle Kollegen, ist die Sache, wenn wir zurück zu G9 gehen, dass das eine gut geplante Sache sein muss, dass man nicht wieder so reingeworfen werden darf, wie das bei G8, wie das da geschehen ist. Das Turbo-Abi hat kaum noch Freunde, auch in Nordrhein-Westfalen nicht. Auch hier könnte G9 wiederkehren. Entschieden wird erst nach der Wahl im Mai. Ja, Wiederkehr zu G9, feststeht, keine Partei ist mehr für G8 ausschließlich. Und bei mir ist Markus Hohenstein. Sie sind Lehrer, deshalb wird Ihnen das hier vertraut vorkommen. Zum einen, aber zum anderen sind Sie bekannt als der Initiator, der das G9 per Volksbegehren wieder zurückholen will. Keine Partei ist mehr bei G8 stehen geblieben. Alle gehen zurück und sagen, okay, wir führen auch G9 wieder ein. Das müsste Sie eigentlich zufrieden stimmen. Ja, das ist leider so eine große Irreführung. Wir sind in Nordrhein-Westfalen in der ärgerlichen Situation, dass 3 von 4 großen Parteien behaupten, es gäbe bei ihnen in irgendeiner Art G9, aber es ist nicht der Fall. Das heißt also, geht es schon los bei der SPD, da gibt es nur das Sitzenbleiben nach der 10. Klasse oder Bummeljahr und das ist kein G9, das hat nichts damit zu tun. Bei den Grünen die seltsame Sache zu sagen, ja, wir machen einen Unterschied in der Mittelstufe, 7 bis 9 oder 7 bis 10, aber nur an 4-zügigen Schulen und nur für 2 der 4 Klassen. In der Oberstufe bleibt sowieso alles bei den G8-Regeln. Dasselbe bei der FDP, die G8-Oberstufe bleibt. Das heißt also, es gibt von diesen 3 Parteien keine einzige, die mit irgendeinem G9 in den Wahlkampf geht. Bleibt dann noch die CDU übrig. Und bei der ist es so, dass zwar die Schule zu G9 zurückgehen darf, wenn die Mehrheit der Schulkonferenz das beschließt, aber der Schulträger kann es verhindern mit einem einfachen Veto, was zum Beispiel bereits hier in Lohmar passiert ist. Die Wahlfreiheit wäre für Sie keine Option? Also G8? Es gibt ja keine Wahlfreiheit. Es bietet ja keiner eine Wahlfreiheit an. Und
Eine vollständige Wahlfreiheit für Eltern ist nur dann vorhanden, wenn das niedersächsische Modell umgesetzt wird. Das heißt also, G9-Lehrplan für alle, und Schüler, die eben kürzere Zeit haben wollen, haben die Möglichkeit des begleiteten Überspringens mit zusätzlichen Begleit- und Fördermaßnahmen fürs Überspringen. Und damit ist es problemlos für jeden Schüler möglich. Jetzt sagen viele, na gut, wenn das G9 wieder eingeführt wird, was wird denn aus der Ganztagsschule? Also viele sind berufstätig und sagen, meine Kinder möchte ich aber trotzdem im Ganztagsbetrieb haben, weil ich eine Betreuung suche. Was passiert denn mit dem Ganztag, wenn dann G9 nach Ihren Vorstellungen wieder eingeführt wird? Der Ganztag verändert sich wieder in dem Sinne, wie es 2004 schon gewesen ist. Das heißt, das Verhältnis zwischen Unterrichtszeit und Arbeitsgemeinschaften und Fördermaßnahmen wird wieder zugunsten von Arbeitsgemeinschaften und Fördermaßnahmen verbessert und der Unterricht wieder etwas zurückgeführt, so wie es eben vor 2004 auch der Fall war. Jetzt sagen Sie, dass auch viele Kinder, die unter G8 lernen, auch unter Druck geraten. Haben Sie selbst Erfahrung damit, dass Sie Schüler kennen, die sagen, nee, der Druck ist groß? Der Druck ist so groß, dass ich in diesem Jahr bei den Abiturienten in meinem Leistungskurs 2 Schülerinnen habe, wo die eine Schülerin zum ersten Mal unter die Klausur geschrieben hat, ich kann nicht mehr. Und da war ich sehr entsetzt, einfach die Klausur mit diesem Satz am Ende lesen zu müssen. Und als ich sie dann angesprochen habe, was das denn bedeutet unter 4 Augen, dann brach sie in Tränen aus und erklärte mir, dass sie eben jeden Tag erst um 7 Uhr zu Hause ist und dann bis 9:10 lernt und sie am Ende ihrer Kräfte ist. Und dabei handelt es sich nicht, wie immer von solchen SPD-Politikern behauptet wird, um eine schlechte Schülerin, die nicht fürs Gymnasium geeignet ist, sondern um die Beste. Da sieht man schon wieder, was das für ein Zynismus ist, wenn da behauptet wird, ja, die Langsameren, die kriegen bei uns ja ein Jahr mehr Zeit. Das nennt man sitzen bleiben, das hatten wir schon immer. Das sind nicht die Probleme von G8. Jetzt wollen Sie versuchen, durch ein Volksbegehren das G9 durchzudrücken. Dafür brauchen Sie über 1 Million Unterschriften. Jetzt mal persönlich, wie schaffen Sie das im Ein-Mann-Betrieb? Ein-Mann-Betrieb ist gut. Es gibt natürlich im ganzen Land verteilt viele Menschen, die sehr aktiv sind, die viel ihrer Freizeit und der Zeit ihrer Familien dafür aufwenden, obwohl sie natürlich berufstätig sind und auch Kinder haben. Und dann gibt es landesweit über 5.200 aktive Sammler, die eben in ihrem Umfeld Unterschriften sammeln, sodass wir jetzt davon ausgehen können, dass wir die Hälfte der Millionen auch schon erreicht haben. Okay, und Sie haben Hoffnung, dass es klappt? Ja, sehr große Hoffnung. Also wenn das nicht ein Volksbegehren ist, das funktioniert, welches soll es sein? Denn das ist ein Thema, was vollkommen unpolitisch ist. Das hat nichts mit rechts-links zu tun. Es geht ausschließlich um das Wohl unserer Kinder und um das Wohl der Bildung. Und das kann man nicht in irgendwelche politischen Kategorien einteilen. Da weiß jedes Elternteil, wovon die Rede ist. Und alle können wirklich sagen, jawohl, das ist unsere Sache. Und es hat 40 Jahre gedauert, bis es überhaupt wieder zum Volksbegehren kam. Aber es liegt auch vor allem daran, dass die Parteien im Landtag seit Jahren massiv gegen den Willen der Betroffenen regiert haben. Obwohl sie auch zum Teil nachgegeben haben. Also siehe jetzt G9 doch zur Auswahl zumindest zu stellen. Ja, eben nicht. Ja. Ja, sitzen bleiben gleich Auswahl, das ist so tun, als ob man eine Auswahl macht. In Schleswig-Holstein war es anders. Da stellt sich der Ministerpräsident hin, sagt, man muss G8 am Gymnasium auch mal aushalten. Und der Herausforderer sagt, G8 ist gescheitert, wir bieten für alle Eltern G9. So etwas ist in Nordrhein-Westfalen unmöglich offensichtlich. Sagt Markus Hohenstein von der Initiative G9 jetzt NRW. Wir haben jetzt über G9, G8 gesprochen, aber wie sieht das Abitur eigentlich heute wirklich aus? Wie ist die Qualität? Dazu gleich. Ja, sicher, Schule, das ist ein emotionales Thema. Einfach, weil jeder von uns Schule kennt. Das Scheißgefühl, wenn du Außenseiter warst, Versager. Und der Triumph, wenn's mal geklappt hat. Beim Thema Schule sind wir alle Experten. Und für unsere Kinder? Wir wollen doch deren Zukunft nicht verbauen. Na klar müssen die Abi machen. Was denn sonst? Restschule? Chancenlos? Nee. Aber was, wenn die sich nur quälen? 8 Jahre Horror und dann eh keine Aussicht auf den tollen Studienplatz. Das Beste für unsere Kinder. Verdammt, was ist das denn eigentlich? Ja, was ist das Beste eigentlich für unsere Kinder? Ist es das Abitur? Wir fragen mal Professor Hans-Peter Klein. Er ist
Professor für Didaktik der Biowissenschaften, also er bildet auch Lehrer aus. Und es ist nicht despektierlich gemeint, wenn ich sage, Herr Klein ist der Mann mit den Streifenhörnchen. Dahinter verbirgt sich ein Experiment. Sie haben nämlich vor Jahren mal einer Neunklässler Abituraufgaben vorgelegt. Mit welchem Ergebnis? Ja, das Ergebnis war selbst für uns überraschend, weil die Neunklässler, die das Thema überhaupt nicht kannten und auch den Stoff gar nicht durchgenommen hatten, waren natürlich in der Lage, eine Zentralabiturarbeit aus Nordrhein-Westfalen im Leistungskurs, wohlgemerkt, im Zentralabitur ohne Probleme zu lösen. Also mit Ausnahme von 3 Schülern haben alle anderen das prima geschafft, einige sogar mit nur 2 oder einer 1. Und da muss man sich natürlich fragen, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Das ist die große Frage. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist ein Phänomen, das ist mal passiert, aber kann man das verallgemeinern? Ja, seit PISA ist natürlich dieses Lesekompetenzkonzept verfolgt worden. Für die Sprachen mag das durchaus vernünftig sein, aber für die Naturwissenschaften frage ich mich, was soll das? Ja, die Schüler bekommen irre lange Texte, auch hier in Nordrhein-Westfalen gerade, vorgestellt, in denen stehen aber fast alle Antworten drin. Ja, wenn dann wie bei dass ich es verstehe, also in den Aufgaben selbst, wenn ich die aufmerksam gut durchlese, dann verstehe ich auch die Aufgabenstellung. Also die Antworten sind wirklich im Text enthalten, ja, wenn ich gut lesen kann. Das ist sogar noch schlimmer. Es ist dann bei den Streifenhörnchen so, sie bekommen eine Grafik, da sind dann Streifenhörnchen abgebildet, Eicheln und Zecken oder Zeckennymphen. So, und jetzt müssen sie herausfinden, wer frisst wen. Ja, ja, das, die Eicheln, wo nicht die Streifenhörnchen fressen, sondern umgekehrt, das weiß auch ein Siebtklässler. Ja. Und zusätzlich schreibt man aber jetzt noch für den Letzten, der doch meinen könnte, die Eicheln fressen die Streifenhörnchen, das auch noch in den Text hin, sodass manche Schulleiter ihren Schülern sagen, also lasst euch nicht durch die vielen Texte in Aufregung versetzen. Notfalls schreibe einfach ab, was im Arbeitsmaterial steht, für eine 4 oder eine 3 reicht das allemal. Das heißt, seit PISA ist ja der Kompetenzbegriff sehr in und ich verstehe unter Kompetenz sowas wie Sachverstand. Aber wenn ich Sie jetzt höre, ist Kompetenz kein Sachverstand. Ja, eigentlich sollte man meinen, dass der Sachverstand dazugehört, ja, oder die Grundlage ist. Man soll ja zuständig sein für etwas. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man geht zunehmend hin, eben seit PISA und der Ökonomisierung der Bildung, dass man Schlüsselkompetenzen für wichtiger erachtet als Fachkompetenzen. Also ich sage mal Beispiel Präsentation. Der Schüler präsentiert heute in vielen Bundesländern, selbst im Zentralabitur, im Schriftlichen, kann er zum Beispiel Mathematik ersetzen durch eine Präsentationsprüfung. Die wird zu Hause vorbereitet, zum Beispiel in Hamburg, Bremen ist das gängig. Es sind aber mindestens 6, 7 Bundesländer, die das schon machen. Und dann bekommen Schüler, die in Mathematik eine 6 immer geschrieben haben oder eine 5 minus, plötzlich die Gelegenheit, eine Präsentationsprüfung zu machen, die sie 4 Wochen vorher oder 2 Wochen vorher außerhalb des Abiturs vorbereiten, mit Hilfe ihrer Nachhilfelehrer etc. Ja, das, was übrigens auch sozial ungerecht ist. Ja, weil wer dann keine Nachhilfe hat, der muss es halt alleine machen. Und dann wird das vorgetragen und dann wird 50% der ganzen Note entsteht dann ausschließlich durch die Präsentation. Also was da gesagt wird, ist erstmal egal. Ja, für die 50% der Note und nur die zweiten 50% der Note geht es um die Inhalte. Wenn jetzt eine solche Prüfung vorbereitet hat, der kriegt in jedem Fall für den ersten Teil schon mal eine 1 oder eine 1 minus oder eine 2 plus. Und selbst wenn er dann das überhaupt nicht erklären kann, was er da vorgetragen hat, gibt das vielleicht eine 5 oder eine 6, aber es reicht auf jeden Fall für eine 3 oder eine 4. Okay, in NRW ist es ja auffällig, dass immer mehr Schüler Abitur machen und auch immer bessere Abiturnoten schreiben. Dann ist es natürlich klar, dass dann wahrscheinlich der Inhalt nicht so schwer wiegt, wie wir es ja von früher kennen. Ja, unsere Untersuchungen zeigen das eindeutig. Ja, ich habe 20 Jahre hier in Nordrhein-Westfalen im Städtischen Gymnasium Rheinbach Abituraufgaben jedes Jahr gestellt. Ich behaupte mal, 70% der heutigen Schüler könnten diese Abituraufgaben auf keinen Fall lösen, weil die sehr fachlich orientiert waren und immer auch genehmigt wurden. Ja. Ganz kurz, kurzen Ausblick, kurze Antwort. Kann man diese Entwicklung stoppen? Schwer. Schon in der letzten Zeit stand ja ausdrücklich drin, dass derzeit eben jeder davon profitiert. Die Eltern sind zufrieden, dass ihre Kinder Abitur bekommen. Die Kinder selber sind zufrieden, dass sie Abitur bekommen. Die Politiker sind zufrieden, dass die Eltern nicht rummotzen und die Schüler auch nicht. Und so ist zuerst mal jeder auf einer positiven Linie. Aber das dicke Ende kommt hintenher. Nämlich an den Universitäten bekommen wir immer mehr nicht studierfähige Abiturienten, die teilweise noch nicht mal mehr über den Mittelstufenstoff
oder den Mittelstufenstoff beherrschen, sodass jetzt Brückenkurse mit für viel Geld eingerichtet werden an allen Universitäten, Brückenkurse auf diesem Niveau anzubieten. Und ich frage mich, was es soll, dass an die Universitäten Schulstoff teilweise aus der Unterstufe oder der Mittelstufe anbieten müssen, weil die Schulen daran gehindert werden, den zu vermitteln. Sagt Markus Honsch, sagt Hans-Peter Klein, Entschuldigung, ich bin ganz beeindruckt. Wir haben einen kleinen Überblick erfahren aus der Bildungs- und Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen und mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich. Machen Sie es gut und ich gebe zurück nach Bonn.